Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Stacks mit dem Bloody. Guten Tag. Juhu, guten Tag. Mit mir den Lumpy. Es regnet mal wieder und trotz Regen müssen wir unsere Blumen gießen. Guck mal, ja. Geht ja für langsam vorwärts hier. Ja. Haben jetzt hier meinen Tag noch einfach so weitergemacht ohne euch? Was ganz böse war natürlich. Ganz viele Kartoffeln gekauft. Ah, guck an. Hm? Wächst prächtig. Nee, dauert noch einen Moment. Schade. Ich dachte, ich kann schon wieder ernten. Hier wachsen wilde Pflanzen irgendwo. Also Bloody hat hier Zeug abgesenzt und hat daraus Samen bekommen. Und ich habe mir zwei davon gesnackt und habe die da platziert. Und dann warten wir, was dabei rauskommt. Hier ist unser... Und man kann tatsächlich Items hin und her schmeißen. Aber Geld kann man nicht rumschmeißen, oder? Oh, hier ist wieder ein Ei. Hier schwimmt eine Kuhkacke. Die Kuhkacke kann man verkaufen. Muffin. Also man muss hier regelmäßig hier rumrennen und seinen Stuff holen. Jetzt kann ich mal die Kühe kann ich melken. Plapp. Und da habe ich eine Milch bekommen. Geld kann man nicht. Nee, ne? Nee. Bisschen schade. Ja. Wie kann man die Items rauswerfen? Kuh. Ah. Also könnte ich jetzt theoretisch dir den Pilz hin. Oh, tatsächlich. Jo, theoretisch. Ich gehe mal an die Optionen. Optionen, Steuerung, Sprache, Deutsch, Eingabe, ist nichts. Tastatur, sieht man nichts. Controller. Controller? Steht auch nichts da. Maus. Mausi. Anderes. Chat, Zeitstempel, Zeige, Uhr. Linkshänder, Holz. Irgendwie ruckelt das hier hart dabei. Hä? Erdblock? Hallo, ich will doch nur... Steuerungsanweise. Nochmal Bewegung. Wie heißt das? Nee, das kann ich nicht. Inventar-Tab. Material, Schnellauswahl, G. Inventar schnell. Versteht nicht. Ja, was ist das denn? Ach, der Ofen. Shopping. Miau. Shopping Station, was ist das denn? Ach, wir können jetzt hier auch bei dir sägen, Mensch. Hm? Ja, können wir. Können wir. Ich suche mal gerade nach Blaupausen. Oh, das ist eine gute Idee. Vielleicht hat die Person hier in der Shop ein paar Blaupausen. Aber das sieht nicht so aus. Ich gehe jetzt erstmal mit Zeug wieder verklingeln, damit wir ein bisschen Geld bekommen. Ich glaube, wir brauchen nämlich bald neues Kuhfutter und Tierfutter und so. Naja. Zwischendurch kann man ja immer mal die Pilze mitnehmen. Die kann man nämlich auch verkloppen. Schafschere, Räucherer, Maschine. Platzieren, verkaufen. Ach, warte mal, ist dieses Chipping-Katalog vielleicht zum Schnitz? Kuhkacke verkaufen. Ist denn eine Shipping-Station? Kaufen etwas? Gute Frage. Oh, ich habe einen weißen Pilz gefunden. Den verkaufe ich natürlich auch. Oh, der bringt gleich 30. Milch? Nö, die Person hier hat keine Blau. Zwei Milch bringen 460. Zack. Nice, Alter. Rosemary. Hat der jetzt hier gerade kein Dr. Kuhfutter. Trugfutter. Nehme ich einmal Trugfutter mit. Einmal Tierfutter. Ja, dann war's erstmal. Jetzt gehe ich in den Supermarkt einkaufen. Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade auf dem Marktplatz. Ich suche gerade nach Holz. Wo? Beziehungsweise... Leerer Trog kostet 100, Fangkiste, Sheep in a Crate, Schafschild, Hühnerschild, Trogfutter kostet 250 über den Cow in a Crate, Tierfutter. Also es kostet im Supermarkt genauso viel. Wobei, ich fand, dass die Fangkiste günstiger ist. Wenn ich halt kaufen kann, ey. Das ist mega nice. Schweinschild. Oh. Das hier Käse kann man sich kaufen. Irgendwie kann man da bestimmt auch Käse machen. Ach, hier Samen: Kartoffelsamen, Zitronensamen, Pfirsichsamen, weißer Apfelbaum, Birne, Kiwi, Gurke, Zwiebel, Orangen, Limette, Drachenfrucht. Ach, das hast du erst vorhin schon mal gefunden, ne? Hier gibt's Marmelade, Kombinierungsstation, Crate, Bookshelf, Frying Station. Wahrscheinlich kann man mit irgendeinem Button noch in die ganzen Kisten und so reingucken. Warte mal.
Ich geh mal die. Wenn du jetzt gerade schon mal hier bist, kauf mal bitte eine. Wo ist das denn jetzt? Was suchst du denn? Hier ist es nicht. Guck, kauf mal für 100 eine Shopping. Wobei, das kann ich eigentlich gerade kaufen. Eine Shopping? Aber da ist. Ja, eine Shopping Station. Achso, Shopping Station. Da ist immer noch etwas anderes, was wir kaufen. Nicht. Ah, hier ist es. Das ist die Shipping Station. Ach, da können wir damit. Ne, die kostet 500, so viel habe ich nicht mehr. Ah, okay. Shipping Katalog. Du hast dir eine Sense gekauft, ne? Genau. Die, ich würde sagen, die Werkzeuge, die wir gerade in dem Moment nicht brauchen, die können wir bei uns im Haus ja in das Regal reintun. Jo, das ist eine gute Idee. Ich habe jetzt mal eine. Aber Tierfutter brauchen wir, ne? Tierfutter? Was für Tier? Ich habe ein Tierfutter gekauft. Das kostet ja 100. Wow. Das ist schon teuer, ey. Das Zeug, was man sich hier kaufen muss dafür. Das finde ich ganz gut. Bedenke aber. Wie bei Harvest Moon, wo man dann hier. Ah, vielleicht können wir uns Grassamen anbauen und dann können wir daraus das Kuhfutter machen. Zum Beispiel jetzt hier eine Schneide. Aus Gras, Kuhfutter. Ich gehe mal den Hund füttern. Upp. Du kannst mit diesem Item nichts anfangen. Wir müssen die Schneide jetzt. Jetzt macht natürlich auch keine Anleitung dazu. Wahrscheinlich, weil wir noch nicht so weit sind. Unsere Kühe sind so glücklich im Regen. Eine Schneide? Kann ich da jetzt schon was machen? Nee, wächst prächtig. Hier wächst ein Baum, da wächst ein Baum, da wächst ein Baum. Du hast Bäume gepflanzt. Nein, das ist Limette. Die drei Felder hier sind. Der Limette ist doch ein Baum. Du würdest jetzt mal bitte ruhig. Eine Schneide, was macht man an der Schneide? Das ist es ja. Ich schnischt. Okay, mit dem Pilz kann ich schon mal nicht schneiden. Okay, Socken. Ich hab Socken aus. Ey, warte mal, ich hab auch unfassbar viel Holz vorhin gesammelt. Hey! Klappt? Nee. Das geht auch nicht. Ich leg mal gerade ein bisschen Stuff hier in den Dingens rein. Mir hast du gerade das Zeug rausgeholt? Nee. Hast du das Holz rausgeklaut? Nee, ich hab kein Holz. Wo ist das denn hin? Hacke. Ich hab's auch nicht. Das ist scheiße. Geh mal nass und Käfer fangen. Du gehst jetzt Käfer fangen. Kannst du mir mal die Hacke hier, die Sichel hier lassen? Ja. Die ist da. Okay. Dingens drin. Hopp. Ich will nämlich mal gerade gucken. Hast du blaue Socken hier reingepackt? Ich weiß nicht, wo ich damit anfangen soll. Ich meine, das Spiel ist nice, definitiv, aber es gibt viel zu wenig Blau. Oder irgendwas muss man machen. Damit. So, Rat. Zum Käferverkauf. Aber hier kommen nicht immer Samen raus, wenn man die Sachen weghackt, oder? Nee. Nicht immer, das ist richtig. So, soll ich mal so eine Shipping-Ding. Shipping-Katalog, beziehungsweise Shipping. Wenn du genug dafür hast? Ja, ich hab gerade 534. Gucken wir, was wir denn hier haben. Oh, jetzt bin ich glaube ich falsch. Was da? Oder warte mal, wenn ich das Holz noch verkaufe, was ich gerade zur Verfügung habe, dürfte ich glaube ich noch ein bisschen haben, um das Shipping-Katalog zu kaufen. Fast. Na gut, ich werde mal Grassamen kaufen und mal gucken, was daraus kommt. Aus. Hallo Samendame. Apfelrübe. Okay, Mandarine. Katalog. Ist Kartoffel, Gurke, Kopfsalat, Birnenkohl. Und dann muss ich im Supermarkt Gras kaufen. Und Shipping-Katalog gefunden.
So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich mit den beiden sage. Da bestimmt Gras. Ist das nicht normalerweise... Naja, du kannst halt Grasblöcke abbasteln. Nee, ich will ja Gras anbauen, dass wir dann ernten können, was dann zu Stroh wird, weißt du? Das geht. Drachenflucht, Limette, Pfirsich, Süßkartoffel, Orange. Ich bin noch der Meinung, dass ich es gesehen hätte. Ah, nein! Nice. Ah ja, Packung Grassamen. Feengrassamen, dichtes Grassamen. Ah, das ist so ein... Ah, okay. Das Shipping-Katalog, Lompi. Mhm. Das Shipping-Katalog, was ich jetzt gekauft habe. Er zeigt dir, wie viel du das Zeug verkaufen kannst. Nein. Nein? Du kannst bestellen. Oh. Und verkaufen kannst du. Das ist nice. Dann brauchst du dich mit den Leuten irgendwie gar nicht mehr abgeben. Irgendwie, ne? Hier kannst du sogar Samen kaufen. Aber es ist ziemlich teuer anscheinend. Ah ne, siehst du. Okay. Ist ja wieder alles kannst so. Kannst du langes Gras kaufen? Kannst du. Hacken. Bup. Grassamen. Bup. Ach, scheiße, okay, da kommt so ein Gras bei raus, tatsächlich. Naja, habe ich zumindest noch 20 verschwendet. Es gibt sogar einen Besen. Ach so, zum Verschieben von fallen gelassenen Items oder zum Besenhockey spielen. Was? Ein. Okay. Da kam einmal Samen bei raus. Ein Räucherer wird benutzt, um Bienen einen Schlaf zu versetzen. Dies vergewissert das sicheres Ernten des Honigs. Mhm. Maurerstation. Zimmerstation, Kombinationsstation, Flieserstation, Boiling Station, Shopping Station. Ach so, diese Chopping Station, die ich gekauft hatte, used for chopping, slicing and dicing ingredients. Ja, vier wilde Samen habe ich gefunden, das war gut. Table, ja, das habe ich ja. Seedmaker. Boah, habe ich nie die wilden Pflanzen gesammelt. Samen gepflanzt. Ach du Scheiße. Okay. Ich habe jetzt noch eine, anscheinend kannst du... Ich weiß nicht, ob ich ja alles schon gegossen hatte. Ich gieße jetzt einfach nochmal alles. Du musst einen regnerischen Tag nicht gießen. Naja, da habe ich aber schon andere Erfahrungen gemacht. Ach, das ist ein Paket. Ah, alles klar. Ja, wir könnten noch eine Cooking Station machen, dann können wir Eier kaufen. Eier kochen, oder? Brate. Wir können schon braten. Hast du sowas gekauft? Ja. Eine Frying Station? Cool. Ei. Zack. Kannst mit diesen Items nichts anfangen. Ich kann Eier nicht braten. Boah, ist das scheiße dunkel, ey. Nice. Geht eigentlich, warte mal. Den haben wir noch dabei, ja. Ach du Scheiße, was ist jetzt los? Oh Mann, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn das passiert. Lass mal ins Bett gehen. Jo. Leertaste zum Fortfahren. Das ist aber auch scheiße dunkel. Ich habe irgendwas doppelt runtergeschmissen? Nee, habe ich nicht. Okay. Bloody, komm, der Tag ist kurz. Neue Heimatpunkt gesetzt. Drücke Leertaste, um das Bett zu verlassen. Nice. Wo ist denn deine Lampe eigentlich abgeblieben? Du hast 30 Blütenblätter erhalten. Die habe ich noch nicht dran gebaut, weil ich Holz. Achso. Also das Tool hier, was ich gekauft habe, hier. Moment. Ich weiß nicht, ob dir das was bringt. Ah, das kann ich nicht platzieren, okay. Kannst hier was reinsetzen? Mhm. Setz mal. Irgendwas, was du jetzt nicht brauchst. Unkraut oder irgendwie sowas. Hier in die Diese Versandstation gehört dir nicht. Achso, okay.
Im Grunde kann ich sämtliche Items, die ich hier finde, da reinschmeißen und bekomme dann am nächsten Tag das Geld. Oh. Das ist echt ziemlich nice. So, ach, das ist wieder Ei. Eier und Kacke. Ich muss mal ein bisschen Geld sammeln, deswegen klaue ich mir die Kacke. Naja, mach das mal. Vielleicht ist der Multiplayer auch gedacht, dass sich jeder sein eigenes Stückchen Farm baut oder so. Kann gut sein, ich meine, die Map ist ja riesig, ne? Ja. Und du kannst ja, wenn man mal ehrlich ist, kannst du ja austauschen, ne? Ich guck mal, ob ich mir eine Boiling Station kaufen kann gleich. Ich brauche unbedingt Holz, damit ich die scheiß Story da beendet. Achso, das steht bei mir auch immer noch da. Säge 2, Rohholz. Das geht aber auch nicht weg. Aber was ist denn das Tool jetzt, um zu schnitzen? Das verstehe ich nicht. Gute Frage. Boiling ist es nicht. Baking, Chopping, Mixing, Frying, Combination, Boiling. Gib mir das. Boiling ist aber, glaube ich, ja nichts zum Schnitzen, ne? Nee, ja, Boiling ist zum Kochen. Ich will die Eier kochen. Chopping, Cooking, Mixing Station. Ich habe echt keinen Plan, wie man denn bitte schön beschnitzt. Achso, wahrscheinlich kann das vielleicht sogar sein, dass es nach und nach geschaltet wird. Kann sein. Zack, Kocher. Becherer, Spinkertag, Schafschere. Kannst mit diesem Item nichts anfangen. Toll. Ei, normales Ei. Gut zum Kochen oder Verkaufen. Brauche ich dafür vielleicht noch irgendwie Wasser oder so? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Was denn? Versteh's nicht. Das ist problematisch, wenn wir so weit noch nicht sind. Ne? Kann sein, dass wir das Tutorial wirklich spielen müssen. Klärt bekommen. Ja, ich kann ja nicht weitermachen, das Tutorial. Ich hab doch schon 1000 Rohholz gesägt. Wichtig ist eigentlich nicht, dass du das... Hier, das... Achso, du bist schon beim Nächsten, ne? Ich hab Sägen, zweimal Rohholz. Das gleiche müsstest du doch auch haben. Nein, ich hab noch das hier. Was? Mit dem scheiß Dach. Das Dach muss ich noch zu Ende machen. Deswegen brauche ich Holz. Oh. Ah. Das suche ich die ganze Zeit, das dämliche Holz. Ja, komm mal mit. Ja, nee, das hat der aber nicht. Hä, der hat immer Holz. Ja, aber nicht das, was ich suche. Das, was ich suche, ist für 10. Ja, billige genau Holz. Das billige Holz. Ich kaufe mir das jetzt hier. Über das Bestellformular hier. Ja, warte mal. Hast du noch was Holz? Alter, sonst das Holz haben. Also sonst kaufe ich mir nämlich jetzt Holzblöcke für 10 Gold. Tatsächlich hat er kein Holz, wenn die sauer ist. Naja gut, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Dann bestell dir das halt. Ja, habe ich bestellt. Na gut. Ich gucke mich mal ein bisschen noch in der Stadt um. Aber das sind so 1000 Blumen, ne? Naja. Gefällt mir überhaupt nicht. Das haben sie aber ein bisschen übertrieben. Wenn man ehrlich ist. Zack. Schön, ja, die Blumen wegsensen. Du hast das Rezept für Bauholz vollendet, was? Wer? Stand bei mir gerade da. Ah, ich habe immer noch oben Bauholz. Warte mal, kann das sein, dass du eventuell Dinger öfters herstellen musst? Aber ich habe doch schon einiges hergestellt. Merke. Was haben wir denn da? Pilzrisotto. Ach so. Kann man nicht einfach alles drin? Gemüsesuppe, Kartoffelsuppe, Steckrübensuppe, Tomatensuppe. Also in dem Punkt ist Minecraft definitiv
das automatisieren kannst. Schön, dich zu sehen, Lumpikantor. Auch schön, dich zu sehen. Was kann ich heute für dich tun? Irgendwelche Gerüchte? Angeblich hat Life ein bisschen Schwierigkeiten. Aha, okay. Lass uns plaudern. Nimm dich vor diesem Farmfan in Acht. Sie kann von Zeit zu Zeit ein wenig anmaßend sein. Ich würde doch ohne Zweifel einige nützliche Tipps für dich parat haben. Es tut mir leid, den richtigen Namen kenne ich leider auch nicht. Okay, dann rede ich jetzt mal mit Farmfan. Wusstest du schon? Okay, die hat nichts weiter zu sagen. Sehr strange. Okay. Check's auch nicht. Haben wir hier noch irgendwo was gepflanzt? Alles ist gegossen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall nochmal neues Futter. Was für Futter? Tierfutter. Also für unsere Haustiere. Ja, bring ich mit. Ich hab 3 gekauft. Passt. Ach, ich wollte ja mal probieren, ob man irgendwie in diese Kisten was reinpacken kann. Hallo Hund. Oh, nice, man kann sogar. Hier steht drauf, dass das Bloody Night gehört. Bei deiner Verkaufsbox. Nice. Ich habe Rohsteine gerade abgegraben. Kannst sogar Höhleneingänge machen und so was. Wo steht was? Oh, nice. Was okay, ist Spieler online. Bloody Knight, Lumpic Hunter. Okay. Wie ist denn du das? F. Okay, okay. H, J, K, L, Y, X, C, V, C? C ist pinkeln. Nee, Quatsch. M ist Map. Es gibt auf jeden Fall für mehreres gibt es mehrere Tasten. Oh. Ich kann mich sogar zu dir teleportieren. Echt? Wie das denn? Wie geht das? Guck, bin da. Wie geht das? P drücken, dann hast du da K mit Spieler Online, klickst auf einen Namen. In dem Fall bei meinen Namen. Oder? Ich kann mich nicht zu dir teleportieren. Ich kann nichts machen. Hä? Keine Ahnung. Ich geh ein Stück weg. P. Bloody Knight. Kann ich links klicken? Kann ich rechts klicken? Kann ich nichts mitmachen? Wenn du drauf klickst auf mich, hast du keinen Sturm, Kick, Bann oder Teleport? Nö. Was wie? Du bist hier Master oder was? Vom Server? Nein. Weil du zuerst gejoint bist. Pff, Schweine. Die Versendbox gehört dir nicht. Die hier. Gib mir die Sachen, die du. Bin ich schon gut. Rohstein konnte man auch irgendwie bearbeiten oder nicht? Dabei habe ich die Farmlizenz. Ich habe auch eine Farmlizenz. Echt, hast du? Ich habe doch die Mission weitergemacht. Okay. Ja, ich weiß nicht, was man damit macht. Mache ich denn mit diesem scheißen blauen Voxelboy? Da hat jemand seine Konsole verloren. Ja, schön. Kann ich die jemandem zurückgeben? Ich verstehe das nicht. Noch Zeit, dass wir mal irgendwie richtig hart zur Kohle kommen. Naja, ist wirklich so. Hä? Warum hat denn der hier eine Lampe auf seinem Bett? Wow, hier fängt es leider an zu gewittern bei mir zu Hause. Echt? Biene! Keine Zeit für Puma. Wicke dich. Wicke dich. Achso, hier brauchst du eine Miau, neue Beute. Miau.
Fisch. Tipps für Zwischenboss, komm auf mich zu. Okay, alles klar. Was bist du? Du wirst dir ein Schmetterlingsnetz zulegen, damit kannst du Käfer fangen. Yay! Hallo, Live. Oh nein! Ich kann mein blaues Hasenhandy nirgends finden. Was soll ich jetzt nur tun? Mein Leben ist ruiniert. Ich werde danach suchen. Hilfst du bei der Suche? Danke, Lompikanter. Bring es schon so schnell wie möglich zurück, wenn du es gefunden hast. Okay, blaues Hasenhandy. Okay. Sieht so aus, als ob jemand Neues einziehen möchte. Stell diesen Briefkasten irgendwo hin und benutze ihn, um ein Haus zu bauen. Emilias Haus. Sobald es steht, zieht sie am nächsten Tag ein. Cool, ich habe einen Briefkasten bekommen. Na super, und ich kann nichts machen, weil du herhängst. Ja, nee, das sieht nicht aus, als wäre es eine Quest. Ich habe immer noch oben Bauholz zweimal. Achso, dann kannst du wahrscheinlich noch die Quest. Ganz außerhalb der Stadt. Voll die Idee, einfach irgendwo außerhalb der Stadt. Nee, vielleicht können wir mit der irgendwas machen. Party oder so. Außerhalb der Stadt. Party außerhalb der Stadt. Nee, ich platziere die einfach hier. Ich spreche auch mal mit allen. Vielleicht gibt es dann welche Informationen. So. Voila, die brauchen Dach, die brauchen Bett, Kommode, Lampe. Das ist ein Liebesplatz, zwei Stück davon. What? Ein Kühlschrank, ein Tisch und zwei Stühle. Ein Liebesplatz? Ja, die braucht Liebesplatz. Nyang, nyang, nyang. Ein Liebesplatz. Vielleicht ist es sogar eine Prostituierte. Ja, warte, pass auf. Machen das folgendermaßen. Wo ist denn jetzt hin? Da. Die kommt zu unserer Farm. Ja, für ein bisschen Spaß muss ja sein. Genau. Kann ich das verkaufen? Nee. Wir müssen langsam wieder ins Bett. Jo, ich komme. Ich komme. So, pass mal auf. Pass mal auf, du. Was ist du denn da? Zack. Da kommt die Jan hin. Alter, braucht die ein großes Haus. Junge, Junge. Ja, da hat man gerade den gelben Rand gesehen. Ich drück den eben mal. Hupp. Ja, ich hab's gesehen gehabt. Da sieht man den gelben Rahmen. So groß, also das in dem Bereich muss der Inhalt des Hauses gebaut werden. Hä, warte mal. Alles außerhalb zählt nicht. Jesus, schon eine Prostituierte. Ist bestimmt eine Prostituierte, sagt er. Dann lass uns mal in unser Gay Farmer Haus gehen. Boah, ey, der Frühling ist gleich vorbei, ne? Hm. Drücke leer, um das Bett zu verlassen. Ja, ja. Junge, Junge. Was regnet schon wieder? Wisst ihr, ich muss die Kacke nämlich trotzdem gießen, obwohl das regnet. Obwohl da steht, dass ich es nicht machen muss. Aber warum sind denn die Sachen nicht nass, wenn ich sie nicht gießen muss? Ich gieße einfach alles. Alles. Scheiße, wie viel brauche ich davon? Ist ja übel. Ups. Oh, aber ist fertig. Gut. Ich mal gerade die Quest abgeben. Mach das. Welche Quest? Die mit dem Dach. Ah. Ich glaube, du brauchst bloß einen Block oder so platzieren, oder? Keine Ahnung. Aber man kann jeden Tag auch rumrennen und zum Beispiel Pilze sammeln. Und dann kann man die Pilze verklingeln. Mhm. Wo ist denn die feine Dame jetzt? Was war ja voll das Mikrofon weggebelzt. Wo ist die denn? Die Eliza. Schön die Kuh melken. Eliza, wo bist du? Oh, unsere Hühner sind hungrig. Hungriger Hugo. Haben wir noch
Hühnerfutter da? Ist da? Nee. Nee, haben wir noch keinen. Dann muss ich wieder die Milch verkaufen, dann kann ich Hühnerfutter kaufen. Ach, mit Maximilian hast du auch schon geredet, ne? Ja. Der hat mir den Briefkasten gegeben. Uschen der Maximilian. Usch der Boy. Meinst du, der gibt ja auch noch einen Briefkasten? Ich weiß es nicht. Wo haben wir den Maximilian? Wo ist denn der? Ne, hier nicht. Hä? Wo ist er denn? Was wollte ich jetzt kaufen? Hühnerfutter. Ist Maximilian gemeint damit der Bürgermeister? Ah, also doch. Der Bürgermeister. Bürgermeister Samtown. Der Bürgermeister. Oh, ich sehe gerade, wir sind schon bei einer halben Stunde bei diesem Part. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Runde, wenn es wieder heißt. Let's play. Staxel, macht's gut, bis dahin und tschüss. Ciao.